Viele Leute sagen, dass Spiritualität und Business nicht zusammenpasst. Ich sag dir eins, du kannst es nicht trennen. Warum? Ganz einfach. Schau mal in den Spiegel, wen siehst du denn im Spiegel? Im Spiegel siehst du dich, sagst du meistens, oder? Also wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich meinen Körper, aber ich sehe nicht mich. Ich bin geistiger Natur, okay? Warum? Ganz einfach. Wenn wir sagen, meine Hand, mein Bein, das sind Dinge, die wir haben, das sind nicht wir, okay? Das ist ganz wichtig. Das heißt, du kannst es nicht trennen. Du bist geistiger Natur, Spirit heißt Geist, du bist geistiger Natur, okay? Und du hast einen Körper. Okay, also wenn wir das wissen, dann ist doch einfach die Frage, nutzen wir unsere geistigen Fähigkeiten für unseren Erfolg oder nutzen wir sie nicht? Ich will mit dir jetzt deine geistigen Fähigkeiten nutzen und was oft ist, das weiß ich von vielen meiner Teilnehmer, die meisten Unternehmer, Selbstständigen sind andauernd im Stress, okay? Und wenn du die ganze Zeit im Stress bist, führt es dazu, dass du nicht auf dein volles Potenzial zugreifst und du musst jeden Tag auf dein volles Potenzial zugreifen, damit du deine Ziele, Wünsche und Träume erreichst, okay? So, und aus dem Grund gebe ich dir jetzt eine Übung, eine kleine Meditation an die Hand, die dazu führt, dass du auf deine Power zugreifst und wieder in die Entspannung kommst. Mach das einmal am Tag. Wenn du willst, mach gleich mit. Ansonsten stoppst und hör dir es später an, wenn du möchtest. Wir legen auf jeden Fall jetzt los. Mach einfach mal eines. Nimm mal einen tiefen Atemzug. Kurz anhalten und dann atme wieder aus. Nochmal tief einatmen. Kurz anhalten. Und wieder ausatmen. Das machst du nochmal. Jetzt schließt du deine Augen einfach mal. Tief einatmen. Kurz anhalten. Und wieder ausatmen. Schließ deine Augen einfach mal. Und geh mit deiner Aufmerksamkeit an einen Ort, der sehr friedevoll für dich ist. Geh an einen friedevollen Ort. Vielleicht in den Bergen. Vielleicht am Meer. Stell dir vor, du wärst da jetzt gerade. Was würdest du wahrnehmen an diesem friedevollen Ort? Wie ist diese Umgebung an diesem friedevollen Ort? Nimm es einfach wahr. Atme weiter bewusst ein und aus. Lass alles los. Und jetzt stell dir vor, alles das, was du dir wünschst, alle Träume und Ziele, die du hast, kommen jetzt an diesen friedevollen Ort. Jetzt in diesem Moment. Was ist das für ein Gefühl? Entspannung, Ruhe, Begeisterung, Motivation. Und das ist genau das Gefühl. Geh mit diesem Gefühl an die Arbeit. Okay? Du bist sehr viel effektiver. Du arbeitest sehr, sehr viel effizienter und hast sehr viel mehr Spaß, weil du absolut in deiner Mitte bist. Dein Daniel. Das war Tag 3 der Video-Challenge. Alright. Bis morgen. Ciao, tschüss.